Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Wir sind jetzt hier in der Preisaufsichtsbehörde. Und ich hoffe, dass wir diesmal bei der Mission keinen Alarm auslösen. Denn letztes Mal, als ich den Part aufgenommen habe, das war einer der Parts, die noch mit der Capture-Software der HDPVR2 aufgenommen wurden. Letztes Mal lief das gar nicht so gut. Kann ich hier durch? Nein. Also mein Ziel ist, keinen Alarm auszulösen. Der Rest ist mir erstmal scheißegal. Ach, mal gucken, ob das klappt. Ich dreh mal meine Runde. Lass dich nicht aufhalten. Ja, genau, der muss abhauen. Den hole ich mir jetzt auch. Wow, das war knapp. Zack, Nummer 2. Und jetzt holen wir uns noch Nummer 3. Nummer 3 müsste hier irgendwo hocken. Da kommt er. Mal sehen, wo er lang geht. Er geht die Treppe runter, okay. Gut, den haben wir auch. Boah. Das war früher so eine Hassmission von, ne? Also, ich hab, als ich das selbst durchgespielt habe, so abgelost beim ersten Mal und dann. Aber gut, die drei Wachen sind tot, wir werden sie auch liegen lassen, denn mehr Leute kommen hier nicht mehr. So, was hat die Frau gesagt im Auto? Ich soll die Schlüssel aus dem Büro des Rektors holen. Ich werde jetzt in dem Part nicht so viel privates Zeug labern oder halt Off-Topic-Zeug, weil sonst geht mir erstens der Stoff aus und ja, Women, ja klar, das war irgendwie falsch. Das war irgendwie falsch, gehst trotzdem rein. Gut. Hier? Was ist hier? Archiv. Okay, ich guck mal auf die Uhr, weil ich das noch nicht gemacht habe. Ich hatte gerade Probleme mit Outer City, als ich die Aufnahme gestartet habe. Ich habe nämlich eine Pause gemacht. Und ja. Mein Outer City hat gesponnen und am Ende war es nur ein Häkchen, was ich falsch gesetzt hatte, was gesetzt wurde, warum auch immer. Ja. Und jetzt geht wieder alles. Ja, Mensch, Rektor, wo hast du dein Büro? Okay, hier. Das ist das Büro vom Direktor. Hier müsste der Schlüssel sein. Da ist er. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, ich habe gerade gegessen. Also ich verdau gerade. Kann sein, dass ich ein bisschen Schwachsinn laber. Der Typ verschwindet hier in der Treppe, sieht ein bisschen seltsam aus. Gut, aber bevor wir jetzt zum Safe gehen, den Fehler habe ich nämlich gemacht damals, müssen wir natürlich den Alarm ausmachen, denn der ist alarmgesichert und egal wie gut wir hier die ganzen Leichen verstecken und die Leute ausschalten, geht am Ende der Alarm los, wenn wir den nicht ausmachen. Und der müsste irgendwo im Keller sein. Also ich latsche jetzt hier wieder so normal rum, weil es gab nur diese drei Wachen. Aus dem Kommentar könnt ihr auch lesen, dass ich das Spiel nicht blind spiele. Also ich kenne es schon eine ganze Weile. Aber wo der jetzt hier genau ist, hier vielleicht? Hier? Ja, okay.
Der Alarm ist aus, dann können wir jetzt zum Safe. Hier vielleicht? Ja. Gut, also ich bin froh, dass ich die Sache hier ein bisschen konzentrierter durchgezogen habe als letztens. Ihr habt jetzt auch keine sonderlichen Fails verpasst in dem anderen Part. Denn ich hatte es eh zusammengeschnitten gehabt. Aber wie gesagt, da die Bildqualität in den alten Parts schlecht war und auch die, wo will ich denn jetzt hin? Ich will zum Safe. Auch das Rauschen gestört hat, ist ganz gut, wenn ich es neu aufnehme. Und wenn ich es jetzt hinkriege, es kommt doch auch besser rüber, rein atmosphärisch gesehen. Und auch, ja, auch zeitlich, weil ist ja auch ein bisschen Verschwendung, wenn ihr dann seht, wie ich dreimal abkacke. Das ist umsonst. Deshalb freuen wir uns doch jetzt einfach und machen weiter. Sehr passende Musik übrigens wieder gewählt. Jetzt können wir hier aus dem Fenster fliehen. Und die Musik läuft weiter, obwohl wir schon draußen sind. Oder ist es die Verzögerung auf durch die HDPVR2? Aber ich glaube, nee. So lange Verzögerung habe ich nicht. Die läuft ja immer noch, die Musik. Ich glaube, die läuft so lange, bis wir hier drüber sind. Ja klar, einmal über den Zaun gehopst, zack, Musik ist weg, okay. Gut, dann nehmen wir doch wieder unser Auto und hauen ab. Keiner hat's gesehen, was ist mit dem hier? Kann ich mit dir reden? Kann ich dir helfen? Aber es sind wieder so kleine Details, ne? Also hier sitzt ein Obdachloser, der sogar bettelnd die Hand ausstreckt und seine Alkoholflasche dabei hat. Gut, dann fahren wir jetzt zu Henry zurück. Die Musik kommt mir gerade verdammt laut vor. Ich weiß nicht, ob sich der Spielsound auch umgestellt hat. Ich weiß sowieso nicht, warum sich hier irgendwas umstellt, also. Outer City fängt plötzlich an zu spinnen, ey. Seht ihr, ich bin sogar so verpeilt, dass ich... Ich habe da gerade auf die Uhr geguckt, oder? So, wir parken hier mal kurz. Ich muss mal in Ruhe auf der Uhr gucken. Kleinen Moment. Jo. Okay, dann machen wir jetzt noch. Alles klar. Jo. Jetzt habe ich wieder eine Orientierung. Das ist ganz wichtig. So. Und ab geht's zu Henry. Übrigens eine sehr schöne Bar, finde ich, mit der Treppe hier und der zweiten Etage ist schön. Und, wie ist's gelaufen? Bestens, die werden sich wundern morgen früh. Sehr schön, ich sehe schon, Joe hat tüchtige Freunde. Na dann, lass mal sehen. Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese Marken haben nämlich ein Ablaufdatum und das ist zufällig morgen. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht loswirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen.
Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na geh schon. Je mehr Marken du loswirst, desto mehr Kohle gibt's. Gut, dann holen wir uns jetzt mal schnell einen Wagen. Ich glaube, wir fahren mit unserem weiter. Ich hoffe, die Stoppuhr geht noch nicht los. Mann, schöner Billardtisch. Wäre auch mal so eine Sache, ne? Einen eigenen Billardtisch haben, ey. Krass. Hat man gar keinen Platz für, kein Geld für, keine Zeit für. Aber wäre echt heftig. So, fangen wir hier mit der Tanke gleich an. Komm. Ich werde mir auch zu jeder Tanke den Wegpunkt setzen. So, da ist er. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung. Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher, geht klar, Mann. Ich guck. Ja. Ich guck auch gleich mal, ob ich hier tanken kann. Ja. Ja. Hey Kumpel, mach zwar jetzt Zeit in Anspruch nehmen. Geht klar, Kumpel. Ja, mach. Geht klar, Kumpel, dann mach. Ich weiß, ich habe oben die Stoppuhr und die ist echt ohne Erbarmen läuft die da, aber erstens ist die Sache schaffbar und zweitens habe ich keinen Bock zwischendurch tanken zu müssen. Jo, bis bald. Eine coole Sache, dass man hier tanken kann in dem Spiel, auch wenn es nicht so wirklich viel Sinn hat. Und ich glaube, es ist auch das einzige Mal im Spiel, wo ich hier irgendwie tanken müsste. So, nächste. Nehmen wir die hier oben. Ist vielleicht nicht so schlau. Ich weiß auch jetzt nicht irgendwie einen optimalen Weg oder so, aber... ich werde einfach mal sehen, dass ich so viel wie möglich abklappern werde. Keine Ahnung, ob man alles schaffen kann. Ich werde auch den Tempobegrenzer hier ab und zu ausmachen. Kann ich wieder ein bisschen Zeit reinholen. Und wir werden auch mal den Radiosender wechseln. Hey, wie wär's mit ein paar Benzin? Jetzt setze ich mir schon mal den nächsten. Und zwar hier hin. Ne, ich werde erst die nehmen. Marken. Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung. Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher, geht klar, Mann. Ist der noch da, der Wegpunkt? Ja. Gut, ich hätte gerne einen Weg. Danke. Also an sich nach wie vor ein passender Soundtrack. Ich mag nur die Lieder ab circa Hälfte des Spiels mehr. Weil es da mehr Richtung Rock'n'Roll geht. Ich weiß ja nicht, was ihr für Musik hört. Also ich höre privat gerne Reggae. Bob Marley. Ansonsten weitere Interpreten wären Jack Johnson und Cat Stevens, auch wenn er nicht mehr Cat Stevens heißt, er macht trotzdem Hammermusik. Also ich meine natürlich seine früheren Lieder und nicht die jetzigen. Military experts are hoping this conference will result in an even stronger relationship between the United States and Great Britain and strengthen Western ties with the Soviet Union. For Press Radio News, I'm Lowell. Geschichtlich korrekte News, das ist schön. Wieder so ein Detail, ne? Was einfach in die Zeit passt. Dass man jetzt von den Konferenzen im Radio erfährt. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also Cat Stevens höre ich gerne, falls ihr den kennt. Ansonsten auch Norah Jones, ist schön entspannte Musik. Und Bruce Springsteen hat einige gute Lieder. Das Spiel ruckelt hier ab und zu, ich weiß nicht warum.
Wow. Das war zu weit. Okay. Na, Moment. Wenden, ey, verbraucht alles Zeit hier. Hey, willst du vielleicht ein... Bin aber zuversichtlich, dass wir das alles schaffen. Ein paar übrige Benzinmarken? Aber Emma, wo hast denn du die her? Ach, vergiss es. Will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja, jo. Klar. Ich hoffe bloß, ich will keinen Ärger deswegen. Danke. Keine Angst. Halt einfach den Mund. Insgesamt von der Musikrichtung her mag ich halt auch so gut wie alles, was im Radio kommt, aber kein Elektro, kein Techno und ja, nicht unbedingt Hip-Hop, also deutscher Hip-Hop schon mal gar nicht. Vielleicht mal ein Lied oder so, aber selten. Mir fällt nicht mal eins ein. Oder? Naja, okay, doch. Aber das geht dann auch wieder in die Richtung hier Fettes Brot oder Seed oder so. Also mit so Rap-Leuten und so kannst du mich scheuchen, ey. Stehe ich gar nicht drauf. Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Ah, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie... gesehen. Gesehen, klar. Ja, also was... Ansonsten höre ich natürlich auch gerne Soundtracks von Spielen und Filmen. Zum Beispiel die Soundtracks zu den Final Fantasy Spielen, die haben mich dazu gebracht, irgendwie mal Klavierspielen zu lernen. Das habe ich mir beigebracht durch YouTube-Tutorial-Videos. Von einem YouTuber namens Lipur oder Lipur, wie auch immer. Andrew Fumanzik heißt er in echt und der macht echt super lehrreiche Piano-Tutorials. Der fängt ganz von vorne an und wenn man da gut aufpasst, sitzt du am Ende da und kannst Noten lesen und eigene Stücke spielen. Das ist Wahnsinn. Also der Typ ist echt super und der ist ja Mitte 20. Ja, durch den habe ich jetzt dann halt gelernt. Hören Sie, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Noten richtig zu lesen? Sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Ja. Und kein Wort zu niemandem. Verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Ja, durch den habe ich gelernt, Noten zu lesen und halt auch insgesamt Piano zu spielen. Ich habe zwar nur ein Digitalpiano zu Hause mit gewichteten Tasten und Pedal und kein echtes Klavier, aber macht trotzdem Spaß und ich komme auch voran. Ich spiele größtenteils Sachen oder Stücke aus verschiedenen Videospielen. Hab auch schon ein, zwei eigene Sachen probiert zu komponieren. Komponieren hört sich so groß an, ne? Sagen wir mal so, es ist was bei rausgekommen, was... Ja, es hätte schlimmer kommen können. Bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis der zwei eigenen Stücke und ja, Entschuldigung für die Schleichwerbung, aber ich meine, ich bin in meinem eigenen Video und ja, wo soll ich sonst davon erzählen, ne? Sonst kommt ja keiner drauf. Also solltet ihr Bock haben, meine Piano-Videos zu sehen, viel Spaß damit, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und ja, es geht halt langsam voran, weil ich hatte niemals Klavierunterricht, aber dann brauche ich halt länger und am Ende kann ich die Sachen dann halt auch, halt nur wesentlich später. Ist mir egal, dann brauche ich halt länger Zeit.
Und wenn wir schon mal bei Schleichwerbung sind, werde ich auch gleich nochmal auf meine Videogame-Movies, also Videospielfilme, auf meinem Kanal verweisen, die ich mit Hilfe anderer YouTuber erstellen konnte, denn damals konnte ich noch kein Gameplay-Material selbst aufzeichnen. Heißt also, ich war abhängig von dem Material, was andere hochgestellt haben, und habe dann aus verschiedenen Spielen die Zwischensequenzen rausgeschnitten und zu so einer Art Film zusammengeschnitten. Ist ganz nett, wenn man Bock hat, eine Story nochmal zu sehen und nicht unbedingt so ein langes Spiel dazu spielen zu müssen, sondern einfach nur die Sequenzen aneinander sich angucken zu können. Das ist dann vielleicht ganz praktisch für den einen oder anderen. Und wenn ihr zufällig Bock habt auf... Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Okay, das war der letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was. Was? Das war doch nicht der letzte. Ja, dann fahren wir noch zu Joe zurück und dann werde ich einen Cut machen. Ja, wenn ihr Bock habt auf die Zwischensequenzen oder die Story halt von Assassin's Creed, ich habe die gesamte Assassin's Creed-Reihe zu Filmen zusammengeschnitten und auch Metal Gear Solid habe ich auch fast komplett. Da fehlen, glaube ich, noch ein, zwei Teile. Bin gar nicht mehr auf dem Laufenden, ist eine Weile her. Final Fantasy X habe ich, X2. Ja, Mass Effect, 3 Teile. Ich mache mal ein bisschen Musik an, solange ich hier überlege. In der Hoffnung, nicht wieder einen Content-Treffer zu kriegen. Ich habe in einem meiner Mafia-Parts jetzt einen Content-Treffer wegen der Musik gekriegt. Das heißt, ich musste 2 Lieder rausschneiden und... Ja, habe ich aber auch vermerkt, per Anmerkung im Video, werdet ihr sehen, da steht dann sowas wie 2 Minuten kein Radio oder keine Musik oder so. Aber der Rest bleibt ja. Der Spielsound bleibt drin, die Stimme bleibt drin. Halleluja. Schwein gehabt. Lost Odyssey habe ich auch zusammengeschnitten als Film aus dem Let's Play von John McLeod. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Sonst hätte ich die Szenen nirgendwo gefunden, zumindest nicht auf Deutsch. Ja, mir fällt jetzt auch nicht mal ein, was ich alles für Filme habe, aber werdet ihr ja sehen, da gibt es eine Playlist Videogame Movies, könnt ihr mal reingucken, wenn ihr wollt, wenn nicht, nicht. Wie ihr wollt. Wird auch Grundstruktur des Kanals werden, also Musik in Form von Piano-Cover oder Piano-Stücken insgesamt, dann diese Filme zusammengeschnitten aus Zwischensequenzen verschiedener Spiele und halt Let's Plays und dann noch ein, zwei vielleicht Special-Sachen ab und zu, ich weiß noch nicht, irgendwie so in dem Dreh werde ich es aufbauen und ja. Jetzt werde ich noch die Cutscene mitnehmen und danach direkt einen Cut machen, denke ich mal. Ja. Bin ich wieder 1 zu hoch, ne? Wie vielte Stock? 4. Mach hier ein bisschen Fenster auf. Ich mache immer überall Fenster auf. Hi Joe. Joe? Hallo.
Okay, Joe ist nicht da, aber wir gehen jetzt einfach mal ins Bett. Ich wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Mhm. Dann fahren wir in der nächsten Folge zu Freddy, um Joe zu treffen und das große Ding über die Bühne zu bringen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns im nächsten Part. Hoffe, euch hat's Spaß gemacht und ich freue mich über jedes Feedback, was ihr euch über die Finger auf der Tastatur so einfällt. Ich werde alles beantworten, wenn es geht. Und ja, dann bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.